Die Türkei geht ab Donnerstag in einen knapp dreiwöchigen harten Lockdown. Touristen sind aber von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Das geht aus einem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums hervor. Urlauber sind bereits zuvor von Ausgangsbeschränkungen am Wochenende nicht betroffen gewesen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Lockdown am Montag angekündigt. Von Donnerstag ab 19 Uhr bis 17. Mai um 5 Uhr darf die türkische Bevölkerung nur noch aus triftigen Gründen auf die Straße, wie etwa zum Einkaufen. Außerdem schließen alle nicht notwendigen Geschäfte. Von den Schließungen nicht betroffen sind etwa logistische Betriebe und solche, die für die Produktion wichtig sind, wie das Innenministerium nun mitteilt. Einige Berufsgruppen seien zudem von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen, etwa Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder Arbeiter in der Produktion oder am Bau. Reisen zwischen Städten sind nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Die Türkei mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern kämpft seit Wochen mit hohen Corona-Fallzahlen. Am Montag liegt die offizielle Zahl der Neuinfektionen bei rund 37.000 Fällen. Vor knapp zwei Wochen hat das Gesundheitsministerium sogar noch mehr als 60.000 tägliche Neuinfektionen gemeldet. Zu Beginn des Fastenmonats Ramadan, Mitte April, mussten deswegen bereits Cafés und Restaurants schließen und auf Lieferservice umstellen. Erdogan hat am Montag gesagt, Ziel sei, die Zahl der Neuinfektionen auf weniger als 5.000 Fälle pro Tag zu reduzieren.